Natürlich haben wir einen Gegner vor uns, der vielleicht auch gerade in einer guten Form ist oder vor der Länderspielpause auf jeden Fall in einer beachtlichen Form war, wo viele großen Respekt dann davor hatten. Aber jede Mannschaft hat ihre Stärken und ihre Schwächen. Ich glaube, dass wir auch dort eine Chance entwickeln können, wenn wir die Dinge schon ansatzweise auf den Platz bringen, die wir uns jetzt so vorgenommen haben. Klar ist, dass wir etwas zusammenmixen müssen und finden müssen, wo wir unsere Mannschaft sich wiederfindet. Ja. Meine Spielidee natürlich da ist oder unsere Spielidee da ist, aber das auch zu unserem Team, zur aktuellen Situation, zur aktuellen Entwicklungsphase nach so wenigen Trainingseinheiten auch gut passt. Vielleicht auch den Mut zur Lücke an der einen oder anderen Stelle zu haben und zu sagen, okay, komm, sind wir das schon so frech, probieren wir das oder das. Gleichzeitig aber dadurch nicht Sicherheit zu verlieren. Das ist auch so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, was dieses Spiel angeht, ja, weil es ja speziell auch ein Gegner ist, der ja schon enorme Qualität hat.